und er hatte null Erfahrung in der Dawa. So haben sie ihn zu ihren regelmäßigen Klassen eingeladen, haben ihm die Grundlagen gelehrt, bis er dann am Infostand dabei war. Zu Beginn haben sie gesagt, verteile nur Broschüren und Bücher, wenn es zu Gesprächen kommt, übergebe sie uns. Dieser Bruder, ihr müsst euch vorstellen, er ist am Infostand, womöglich sein erster Infostand, und er verteilt Broschüren. Da kommt eine Dame auf ihn zu, realisiert, dass es sich hierbei um einen Islam-Infostand handelt, geht zu ihm und spuckt ihm ins Gesicht. Wie reagiert dieser Bruder? Er packt ein Taschentuch raus und wischt sich die Spucke vom Gesicht. Dann packt er noch ein Taschentuch raus und überreicht es ihr, weil als sie gespuckt hat, ist ihr Spucke hängen geblieben. Diese Dame verlässt den Stand, die Brüder kommen zusammen, diskutieren, was genau geschehen ist, hast du etwas Falsches gesagt, wie dem auch sei. 2 Wochen später sind sie am selben Ort, haben denselben Infostand und dieselbe Dame kommt erneut. Diese Dame spricht mit diesem ägyptischen Bruder und nimmt den Islam an. Nach 6 Wochen heiratet dieser Bruder diese Schwester. Allahu Akbar. Das heißt, wir sehen, die Früchte sind danach gekommen.